Hallihallo und herzlich willkommen zu Gottschnups! Yay! Das der Startschuss in den Outlast DLC zu Halloween. Zu Halloween, heute ist Halloween, ich habe mich heute als Prox verkleidet und nehme mir jetzt Jaden als Jaden. Verkleidet? Ja. Mhm. Ich spiele es auf normal. Ja, was heißt? Ja, New Save Data und geht schon. Sollte ja alles kein Thema sein. Beim letzten Mal auch funktioniert. Jetzt bin ich eh schon gespannt. Bin schon sehr gespannt. Die Gwenny geistert schon wieder im Hintergrund um und um. Das brauchen wir unbedingt. Das mag ich gar nicht, dass die Gwenny da schon wieder irgendwie irgendwas macht. Die weiß nicht genau, was sie mit sich selbst anfangen soll. Ist auch okay. Ja, wir sehen einen wunderhübschen Ladebildschirm, der niemandem was bringt. Oh, und los geht's. Also, nur mal kurz, um das letzte Mal Revue passieren zu lassen. Wir sind in dieses Asylum gekommen, weil wir eine E-Mail erhalten haben, dass sich da irgendwas... Das ist absolut irrelevant, was beim letzten Mal passiert ist, denn wir sind nicht derselbe Charakter. Eh nicht, nein, aber ich möchte es nur mal für mich wiederholen. Ja. Aber danke, dass du mich unterbrochen hast. Bitte, immer wieder gerne. Dafür bin ich da. Fängt ja schon gut an, ne? Billy Hope, den kennen wir noch. Warum kann ich mein Gesicht nicht so bewegen? Weil du wahrscheinlich restrained as fuck bist. Ja. Ah, 2 Stunden früher! Yay! Wir kommen also noch zu diesem wunderschönen Punkt. Kannst du dich an die E-Mail erinnern? Ja. Yay. Die E-Mail, die alles losgetreten hat. Wir waren's. Wuhu! Im Serverraum. Kein Wunder, dass wir dort enden, wo wir dann in 2 Stunden sind. Ja. Finde es gut, wie es einfach weitergeschrieben wird, obwohl er noch nicht keine Tasten drückt. Sehr suspicious, dass der Netzwerkadministrator im Netzwerkraum ist. Versuchst du gerade wieder herauszufinden, wie die Steuerung funktioniert. Gwenny, was kannst du mal eine Ruhe geben, bitte? Danke. Versuch nicht ganz so suspicious zu wirken, indem du da vor ihm herumcrouchst. Ah! Ja, wir wissen, was da abgeht, ne? Und haben beschlossen, diese Information mit Leuten zu teilen, die nicht unbedingt wissen sollen, was da los ist. Kein Wunder, dass wir gearscht sind. Schnapsidee. Aha. Ja, nein, geht's weg, Leute. Möchte ich da raus? Ich nehme an, du hast da raus zu gehen. Oder auch nicht. Front Terminal, keine Ahnung, irgendwo da wahrscheinlich. Das ist dein Platz. Ja, Chuck's an! Aha. Okay. Aber es ist eh nicht so schlimm, das ist eine der Whistleblower, die ich sehe. Wie hat der Wallrider Cast mit echten Namen? Hey, der Billy. Das war Billy? Ja.
Der zu dem Zeitpunkt noch nicht in seiner Bubble ist. Echt? Woher weißt du das? Die vorige linke da, da ist niemand drin. Ah ja, voll, die war das. Warum haben die alle so creepy Eyes? Ich gehe mal davon fucking aus. Fucking Machines? Geh mal davon aus, dass das er ist. Warum darf ich da nicht hinschauen? Ich möchte da hinschauen. Kümmere dich lieber mal um dein Software. Ja. Billy! Nein, ich glaube, das ist nicht der Billy. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Hart is just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Get your seat. Quickly, Mr. Hart. Gwenny, magst du dich bitte hinsetzen? Das ist echt. Dankeschön. Wahnsinn. Nimm mir das weg, nimm mir das weg. Oh geil, schau dann an. Das ist Schlauch. Na super. Durch deine Zähne durch. Okay. Yeah. Retrieve your laptop from a server room. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Ja. Bevor noch wer drauf kommt. Bevor noch wer drauf geht, vor allem wir. Ja. Hat jetzt nicht danach ausgeschaut, dass wir da noch viel zu. Gäb's da noch viel zu retten. Wär's suspicious, wenn ich jetzt laufen würde? Ich glaube nicht. Aber ich kann nicht laufen. Du musst vielleicht ganz dringend aufs Töpfchen. Ah, das ist laufen. Falsche Richtung. Jetzt schon wieder die Orientierung verlieren, das ist aber nicht gut. Halt zahm. Oh. Oh. Contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and a firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Gwen. Stupid. More than stupid. Ja, damit sie auch mal im Kamerabild war, Gott sei Dank. Ja. Wir haben definitiv gesagt, ja, unbedingt. Do nothing to say yes. Und dann sind wir wieder zurück. Weiter geht's. Autsch! Und mit dem Gewehrkolben. Ja, wenn schon, denn schon. Und mit dem Fuß ins Gesicht. Ja, wenn schon, denn schon. Er kann sich keine. Mit dem Tritt kann er sich nicht mehr pfeifen, so genug noch. Ja, ist nicht mehr viel mit Reden, ja. Wieder Ladebildschirm, wuhu! Das sind jetzt schon mehr Ladebildschirme als im ganzen ersten Outlast. Nein, da haben wir auch einige gehabt. Echt? Ja. Zwischen den Kapiteln, ja. Ja, ja. Und das waren nicht so viele. Und am Anfang aber auch welche. Ah, da sind wir wieder, sehr gut. What the heck? Oh, das ist schon außen. Schon wieder gut an. Na dann. Wallflower. Pretty flower. Fucking. Oh, man.
Ich will nicht. Schau dich mal oben vielleicht ein bisschen um, vielleicht geht's da irgendwo weiter. Ah, offen ist. Mich beeilen, bevor er zu dir kommt und dich aufmacht. Ja, hinter dir ist noch einer, der versucht, dich zu öffnen. Ah! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein, geh weg! Geh weg! Geh weg! Was wirst du aufmachen? Spiel darüber! Ah! Bin ich jetzt einer von Ihnen? Machen wir bitte die. Ja. Ja, dann geh mal, ne? Danke. Das war so klar. Beweg dich, Mann! Oh! Ja, komm! Wo muss ich hin? Da. Ja, fick! Fick! Was? 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 Wo? Da! Was? 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 Ja, ja. Alter, geht's scheiße, das fängt schon gut an. Geht schon wieder die Hälfte von dem, was rund nicht passiert, nicht mal mit. Da ist jemand, der dir erklärt, dass er dir gleich den scheiß Bauch aufschneidet. Du machst einen Eagerly Stroll so down the lane, ne? Use the shortwave radio in the prison. Also zumindest mal eine Ansage, ne? Ja, aber ich glaube... Nein, die erste Folge machen wir... Das ist die erste Folge vom DLC, die muss länger sein. Das war ja viel Story jetzt, ne? Wird schon eine große Folge. Leute haben lange genug drauf gewartet. Ich hasse dich. Was willst du? Gar nichts. Auch raus wahrscheinlich. Du hast deine Batterie zu verbrauchen, die einzige, die du übrigens hast. Geh weg da. Komm, geh raus. Ich würde sagen, geh einfach mal, ne? Ja, das schaut doch schon mal sehr gut aus. Leute, echt. Ah, oh, die Geräuschkulisse ist schon wieder perfekt. Fuck. Was? Gib bitte! Links oder rechts? Ich glaube, da geht's nur in eine Richtung weiter. Ich glaube, die Frage stellt sich nicht. I'm a patient like you. Show these clothes from a dead body I sent. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. Na, das ist aber nicht.
interessant. Na dann. Du blödes Arschloch! Du dummer Wichser! Was bist du für ein arschgesichtiges Arschloch? Ja, vergiss es. Oder magst du die Documents alle lesen? Ja, das bringt ja so nichts. Auf die andere Kiste wird noch so. Ja, da bist du runter müssen. Gut aus. Ich glaube, du kannst hier aufrecht stehen, oder? Das macht halt gerade nicht sehr viel Sinn, da ist nichts. Ja, aber sind wir nicht fertig? Was heißt, wir sind noch nicht fertig? Das heißt, wir sind noch nicht fertig, wir sind jetzt da. Wir haben 17 Minuten auf der Uhr. Willst du mich noch länger quälen? Oh, bitte, ey. Keine Sorge, ich sag dir dann schon, wann die Episode vorbei ist. Alter, bist du ein... Das ist es, was die Leute sehen wollten. Und wir geben ihnen das, was sie sehen will, was sie sehen wollen. Brauche ich dir doch nicht erklären. War Batteries for the win. Hast du schon gespielt, oder? Nope. Ich weiß nur die Grundprämisse halt, dass man halt selber derjenige ist, der eben die Mail abgeschickt hat, sozusagen. Ja, das weiß ich auch. Das hat mir auch schon jemand gesagt. Ich habe aber so gerade... Ich habe da... Okay. Ich glaube, da brauchst du die Nacht nicht, ich dumme. Leute. Ja, everything's gone to shit very fast, ne? Alter, Leute. Bitte. Lecker Suppe. Das wäre ein Werkel und ich glaube, ich weiß, wer es ist. Hör auf, bitte nicht Piggyman. Nein, der Piggyman benutzt doch keine Werkzeuge. Aber der nette Fingerdoktor. Naja. Nein, das ist jemand anderes. Hey, der hat eine Flex in der Hand. Mhm. Er schaut nicht besonders freundlich aus. Holy crap. Move it, move it, move it. Geil. Unlock the handcuffs. Kannst du rauf? Kannst du hinter dir rauf, meine ich. Ja. Das hab ich mir gedacht, habe ich mir das. Und spar denn nicht. Erstmal die Türen ausprobieren wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich am gescheitesten. Wir brauchen Handschellenschlüssel. Ich mag nicht. Da war er. Mhm.
Er flext ein bisschen für dich. I flexed and my sleeves fell off. Ja, genau. Da solltest du vielleicht wieder auf Dauerkamera umschalten, ne? Damit du ihn auf jeden Fall siehst. Vielleicht die Räume absuchen für den Schlüssel. Er scheint nur zum Verstecken da zu sein. Also die musikalische Untermalung da gefällt mir zumindest schon mal gut. Nein, mir überhaupt nicht. Was ist das? Das spielt wer mit einer Hydraulik. Holy fuck. Im Dunkeln sieht er dich eh nicht, weißt du? Bleib im Dunkeln. Shit. Run, baby, run, baby, run! Grad weiter, Kamera. Nein. Wohin? Kamera. Du brauchst Kamera, damit du weißt, wo es hingeht. Da waren sicher eine von den Türen da drin, war sicher offen. Ah, fick! So. Machen wir Runde mit ihm. Wupp, ah, nein! Was? Was? So, meine Lieben, das nächste Mal bei Couchnoobs geht's weiter. Du hast nur darauf gewartet, oder was? Fick dich, echt. Nächstes Mal bei Couchnoobs geht's weiter. Der liebe Brox freut sich so richtig schon, dass er wieder Outlast spielen darf. Er hat's ganz vermisst. Ciao, baba.